Hallöchen, willkommen zurück zu Super Meat Boy! Ich liebe das einfach. Und nicht wundern, hier oben steht abgeschlossen 2%. Ich habe nämlich gerade die Aufnahme gestartet, habe das erste Level gespielt und im zweiten Level habe ich dann gesehen, Aufnahme ist nicht gestartet, what the hell? Aber armer Meat Boy heult. Oh. Und da habe ich mich auch gewundert, was macht der mit ihr? Diese Bewegungen sind so ein bisschen... Kein Wunder, dass Meat Boy weint, wenn der Dr. Fötus hier, ne? Schnickidischnack. Das ist auch so geil gemacht hier. Ein altes Zelda. Ah, wie man sieht, das habe ich hier abgeschlossen, aber ich zeig's euch nochmal. Das war jetzt noch nichts Heftiges. Aber das zweite Level ist heftig. Ich habe es bisher noch nicht wieder geschafft, da hochzukommen. Also, Moment. Ich war schon mal wieder... Hier war ich. Hier an der Wand war ich. Und dann bin ich da rechts in die Salzsuppe gejumpt. Aber krass, dass Meat Boy sofort austrocknet, wenn er hier im Salz hängen bleibt. Oh. Das ist halt auch echt schwierig, damit hochzukommen. Für mich. Die ganzen Meat Boy-Veteranen, wenn sie denken, das ist doch nicht so schwierig, da musst du einfach hier nur an dem einen Pixel ran und nicht an den, wo du gerade gewesen bist. Oh. Gut, wir lassen das Ding erstmal. Uns das normale Level an. Oh. Ah, zu spät, zu spät. Oh, 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 no. Hat auch nicht lange gedauert, dass der erste Quietscher bei der ist, ne? Nehme an mich selbst. Mehr Gegenwände bitte. Was zum verbrühten Fluch. Ja gut. Wenn wir eh schon hier unten sind, können wir auch so sterben. Oh, come on. Come on. Ja. Nein. Ja. Jeez. Oh nee. Ach, das sind Fenster, okay. Ich dachte schon, das sind Boxen, wo man... Ja. ...dagegen springen kann. Oh, man hätte da eigentlich komplett... Oh, 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 ...durchgekommen. Und jetzt die gleiche Schuhe nochmal rückwärts. Oh ja. Oh, der kriegt so krasses Momentum teilweise. Hi Süße, ich bin's wieder. Ja, waren es nicht so viele Versuche. Ach du. Ach du schöne Kettensäge. Oh, halt. Kreissäge. Eigentlich achte schönes Sägeblatt. Ach, was zum... Ich dachte, das wäre einfach nur eine... Oh. Aber wie willst du das Ding denn bekommen? Was ist das denn?
Oh. Der war elegant, oder? Oh, man kann da bis nach oben durchhüpfen. Man kann doch einfach in die Kettensäge springen, lachend. Ich sag immer Kettensäge. Es ist einfach nur ein Sägeblatt. Okay. Oh, ich habe keine Ahnung, was hier abgeht von der Physik her. Ich will einfach nur dahin, danke. Oh, jeez. Holy. Ach du Kacke. Wie willst du in die Warp-Zone kommen? Ach, mit einem Schlüssel. Und wo ist der, bitteschön? Wo ist der Schlüssel? Donde están las llaves? Ich hab keine Ahnung, wo der Schlüssel ist. What the hell? Man den hier irgendwo? Wo ist der Schlüssel? Keine Ahnung. Keine Ahnung, wo der Schlüssel ist. Nice. Wie lange soll man da brauchen? 4,5. Haben wir da echt so viel Zeit verdüttelt. 4,9. Immer noch nicht schnell genug. Ah. Das ist auch nicht schnell genug. Vor allem. Ich glaube, bei dem letzten muss man... Nee, darf man nicht springen. Geil! Mal gucken, wie schnell war das jetzt? 4-1. Ja gut. Geht klar. Oh, crap. Ach, man kann da einfach... Man kann da einfach ran. Okay. Oh. So einfach ist das auch nicht. Wie soll man zu der Warp-Zone kommen? Was? Wie funktioniert das denn? Okay, man kann die auch einfach was überjumpen. Schade. Ah, da war ich nicht weit unten. Also nicht unten genug hier. Oh. Die Warp-Zone ist mir ein Rätsel. Ach. Vielleicht ja so. Oh, der kommt gar nicht so weit. Der kommt gar nicht so hoch mit... Oh. Der kommt nicht hoch genug, um darüber zu kommen. Ansonsten wäre der prädestiniert für die Warp-Zone, oder? Ah, er kommt darüber. Na, okay, die Warp-Zone holen wir uns. Ich hab gesagt, die Warp-Zone holen wir uns.
Interessant, dass am Meatball nicht reingesaugt wurde. Alright. Das ist hier schon heftig Gameboy-like. Das ist wirklich absolut Gameboy-like. Oh, ja, das ist jetzt auch nicht unbedingt so intelligent gewesen. Ne? Warp-Zone! Warp-Zone! Oh! Wir haben das Ding geholt. Einmal. Da sind wir nicht mal weggesprungen. Und da zu früh. Wobei. Da musst du echt spät springen. Da musst du echt spät springen. Machen wir nicht. Ah, okay. Ah! Aber geil, dass du dadurch das zweite Hindernis einfach unten durchlaufen kannst. Oder reinhüpfen. Nice. Ah! Das sah eigentlich ganz gut aus, ne? Wuhu! In der Warp Zone gibt's ohne Scheiß zwei Pflaster? Okay. Haben wir das auch gesehen? Are you fucking serious? What the hell? Zielsuchraketen? Oh, du Sack. Wow. Schade, dass er das Ding nicht aufgeschossen hat. Er, oh, also der erste Versuch war schon nice. Rein da. Na, nicht in das Salz rein. Der einzige kleine Salzhaufen in dem ganzen Level. Und wir schaffen es, uns da rein zu begeben. Miau. Ach, hier passiert. Hier ist gar nichts versteckt. Schade. Dann. Das ist eigentlich halb so wild. Ich habe das jetzt nur... Lass mich mal kurz treffen. Ich möchte natürlich hier auch A-Plus haben. Okay, vielleicht ganz nach links laufen erstmal. Oh. Mist! Ich wollte eigentlich wieder rechts rüber. Aber das wird keine A-Plus mehr. Oh, doch! Nice! Schön. Oh, sheesh. Oh, warte mal. Könnte man da vielleicht... Das könnte man doch bestimmt irgendwie... Oh, wie cool! Es müssten wir das eigentlich nur noch überleben. Das ist geil.
Oh, die armen Vögel. Nice. Oh, na, was soll das sein? Mein armer Mikrofonpegel. Eure armen Ohren, tut mir leid. Es tut mir leid. Ich hab das jetzt nicht ohne Scheiß. Ah, na gut. Ich hab das Pflaster verdüdelt. Leck mich. Mist. Oh! Also das will ich schon haben. Ich weiß, das mit den Pflastern ist bei mir jetzt nicht unbedingt so allgegenwärtig. Oh. Hi! Das haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Einer ist da in Salz rein. Oh, nice. Zack. Zack. Oh, der da zurückgesprungen ist. Oh, Mann. Oh, ja, ich glaube, ich habe die falsche Seite gewählt gerade. Na, wobei. Ich glaube, es gibt hier keine falsche Seite. Oh. Da habe ich gerade gesehen, wo der Fehler war. Ich muss da nach links rüber. Na, links. Wo bin ich? Ach, da oben. Da irgendwie habe ich gerade gemeint, ich fange unten an. Wieso wird Bandage Girl eigentlich nicht weggekillt? Ja, wahrscheinlich, weil sie sich jedes Mal direkt verarzten kann, oder? Ja, wäre ich fast noch in die Kreissäge gesprungen. Ach man. Moment, kann man sich da nicht hochgatschen? Ach, ich drück wahrscheinlich einfach zu spät, okay. What the hell? Ich bin mir gerade nicht sicher, ob das jetzt jedes Mal. Ich will das jetzt ausprobieren. Oh. So nicht. Ich möchte ausprobieren, ob man sich an den Dingern. Ja, nicht festhalten, aber. Bin ich zu dumm zum Drücken oder. Nee, man kann sich da nicht hochdingsen, okay? Man hinterlässt ja auch keine Blutspur. Okay, vielleicht deswegen. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Also momentan bringen die ein bisschen mehr Spielerei hier mit rein. Die ganzen Dudes, die versucht haben, sich da abzustoßen. Okay, jetzt kann man sich da doch abdingen. Was zum Henker? Kann man zerquetscht werden? Geil. Ey, das war jetzt aber nicht zerquetschungswürdig, ja? Möchte ich hier mal festhalten, das war nicht zerquetschungswürdig. Oh, du. Oh. Ich kann auch einfach außen rum. Immerhin abgeschlossen. Oh. Was? Ah! Okay, ich sehe schon.
Was nur? Schlüssel holen und dann. Oh! Der war knapp. Oh! Okay. Hi! Damn! Mist. Kacke. Oh, oh. Nein. Scheiße. Okay, was wollen wir machen? Mama. Nein, ich bin da reingesprungen. Oh, nice. Oh, scheiße. Leute, zu viele Teile auch weggenommen. Die dürfen mich halt nicht sehen. Okay, habe ich einen Weg nach oben? Ja, da muss ich einen der rechten Blöcke treffen hier. Oh, jeez. Nein! Oh, komm, schieß mich um. Oh, shit. Oh, kacke. Shit. Das ist mies. Das ist mies. Oh, fuck! Oh, ich hab hier die ganze Wand weggenommen. Ich Vollidiot, ne? Mist! Na, na, nein, 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 ja! Oh! What the hell? ich hab doch keine Ahnung, was hier auf mich zukommt. Ach, da oben ist ein Schlüssel. Oh, jeez. Ist das anstrengend? Ich krieg Muskelkater. Ah, oh, du. Wenn ich hier einen Sichtschutz aufbaue. Oh. Nice. Oh, nicht nice. Okay, ich muss da einmal runterrutschen und wieder hochkommen. Oder?
da geht's nicht runter. Oh, Scheiße! So, Sichtschutz aufgebaut. Ah, okay. Sheesh. Also, so zielsuchende Raketen müssen jetzt nicht sein. Okay, ich sehe schon, was hier gemacht wird. Ah, so knapp. Die Rakete habe ich aber auch überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Kann man hier oben rüber? Nein, natürlich nicht. Ach, das ist auch noch mit einem Schloss gesichert. Ich dachte, so einfach kann doch das Pflaster nicht sein. Ist es auch nicht. Oh, hell. Ich habe extra noch auf Springen gedrückt. Ah, vor allem, das ist nur der erste Teil vom Level. Das ist nur der erste Teil. Da geht es doch bestimmt gleich noch viel härter weiter. Are you fucking kidding me? Oh, leck mich doch. Ernsthaft? Ich muss da runter wegen dem Schlüssel? Was? Oh, also das mit einer Welt pro Folge? Wird schwierig. Ich wusste es gerade überhaupt nicht, was ich da machen soll, deswegen bin ich aber stehen geblieben. Vollidiot. Nein, ey. Fuck. Ich weiß. Man sieht, wann das Ding schießt. Aber irgendwie habe ich das gerade. Oh, oh, oh. Nicht so umrafft. Ja, das geht wenigstens. Nee, ich... Nee. Das Pflaster... Nee. Okay. Die Boss-Einheit. Brownie! Lecker! Sollte vielleicht auch frühstücken. Anitschka! Okay. Kein leckerer Brownie mehr. Sie mit den Augen gerade so...
Ja, ach warte mal, was sollen wir denn jetzt hier machen? Sollen wir schneller sein als er? Oder zeigt uns einfach nur einen Fluchtweg? Oh, shit. Vor allem, warum lässt er nichts Braunes da? Warum lässt er nichts Braunes an der Wand? Ah, das war Müll. Aber sowas ist schon auch geil. So Fluchtteile im Videospiel früher waren immer richtig nice. Nein! Warum komme ich da nicht hoch? Vielleicht, weil ich nicht die richtige Höhe hatte. Wir sind vorne! Ah, das war mies. Leck mich. Also die Stelle ist noch scheiße. Wenn wir die einmal hinkriegen, dann ist es okay. Ah. Da hat mich der kleine Hugel irritiert. Nein, ey. Man! Scheiße. Da habe ich schon beim Sprung gemerkt. Ah, wird nix. Oh. Also das Video, Replay-Video, gucken wir uns auf jeden Fall komplett an. Oh Mann. Warum auch immer er Brownie geholt hat, wenn der auch vom Salz betroffen ist, der müsste uns doch eigentlich... Ja, dieser kleine Hubbel. Der müsste uns doch eigentlich hier behindern wollen oder so. Aber nee, hat ihn... Oh, jeez. Zeit verloren. Na, geht. Der müsste uns doch eigentlich behindern müssen. Warum hat er denn rausgedrückt? Ah, oh, das war schlecht. Ja, die Stelle musst du echt instant hinkriegen, ansonsten... Wird's knäpplich. Oh. Dass wir den Sprung versauen, hätte ich es auch nicht gedacht. Das kann jetzt ein bisschen dauern. Überlänge incoming. Wir sind schon auf Überlänge. Deswegen bin ich da auch gerade reingejumpt, weil ich meinen Kopf gedreht habe, um auf die Uhr zu gucken. Also auf die Aufnahmezeit. Auf meinen zweiten Monitor. Ah, haben wir ganz kurz korrigiert in der Luft, hat man gesehen, ne? Ah, nee. Ja. Oh, übelst Zeit verloren. Oh. Hallo? Was war das denn? Was war das denn? Brownie! Oh, du bist doch ein...
What the fuck? Dr. Fötus. Du Arschkrampe. Was passiert, wenn man auf den Knopf drückt? Was passiert, wenn man auf den Knopf drückt? Ja. Nicht so viel. Oh Mann, das Spiel schafft mich. Das Spiel schafft mich. Lass mal kurz gucken, was die nächste Welt ist. Die nächste Welt ist... die Hölle? Ja gut. Genauso wie die anderen drei Welten davor auch. Wir machen in der vorherigen Welt nicht die Dunkelwelt. Die heben wir uns, wie gesagt, vielleicht mal für den Livestream auf. Aber das Spiel ist geil. Das Spiel ist echt nice. Bis in der nächsten Folge. Macht's gut, bis dann und ciao.